Hi, ich grüße euch bei uns auf dem BBM-Kanal zum neuen Video heute Abend am E36. Wir sind jetzt schon ein bisschen Strecke gefahren, ist ganz cool, steht noch ein bisschen Arbeit an. Er hat aber gar keinen Sound und wir machen jetzt erstmal nur eine Kleinigkeit. Wir wollen heute mal den Endschalldämpfer ändern und gucken, wie er sich dann anhört. Wir werden jetzt erstmal einen Vorher-Sound machen, ihr kriegt natürlich einen Nachher-Sound. Wir werden uns das Ganze nachher in meiner Werkstatt auch anhören, wenn der Topf ab ist, was da überhaupt so passiert. Und zum Schluss gehen wir mal auf den Prüfstand, inwiefern sich das durch den Endschalldämpfer verändert, weil die Rohrführung wird ja doch auch geändert. Das interessiert uns mal, ob man das überhaupt so sehen kann, weil wir haben ja halt nur einen Sauger und das ist ja immer so ein Thema, Auspuffanlage, Leistung, Nichtleistung. Beim Sauger an sich nicht und weil wir jetzt halt auch die Rohrführung verändern, ob sich das eher positiv oder negativ auswirkt. Ich glaube, es wird sich in der Waage halten, weil es gibt ja halt auch einfach die Messtoleranz. Ich würde sagen, wir starten mal mit einer Vorhermessung. Das geht aber lauter. Da ist gar nichts, ne? Ja. Also auf der Strecke auch hier drin, man hört von dem Auto fast gar nichts. Man hört die Reifen und den Motor so ein bisschen, aber durch den Sound entwickelt man ja auch viel Gefühl zum Auto mit der Drehzahl, dass man den Tacho gar nicht so viel im Blick hat und dadurch irgendwie einfach ein Gefühl zum Auto entwickelt und das fehlt ihm einfach. Und da werden wir jetzt wie gesagt erstmal nur den Endschalldämpfer machen. Auf Dauer wird es auf jeden Fall interessant, Fächerkrümmer, das ganze Programm. Aber heute schauen wir erstmal, wie hört es sich ohne Endschalldämpfer an? Das interessiert mich auch mal. Das haben wir bei dem Coupé mal gemacht im Video, ne? Junge, da denkst du, da ist ein Lanz Bulldog oder so unterwegs gewesen. Ja, schauen wir mal. Ab in der Werkstatt, würde ich sagen. Hier haben wir die Originalager. Das ist ein Punkt, der mich ein bisschen wurmt, der mich noch nicht zufrieden stimmt, warum ich das auf Dauer ändern werde mit der gesamten Anlage. Wir sind ja komplett zweiflutig und das ändert sich gleich. Da bin ich noch ein bisschen, Sound ist das eine, aber da gucken wir mal. Genau, wir kommen ja zweiflutig, ab hier vorne ändern wir das Ganze. Dann haben wir den Original-Endschalldämpfer und wir haben hier eine Klappe drin. Die habe ich aktuell aber schon abgezogen und totgelegt. Ich habe es hier noch hängen. Die ist soundtechnisch, hat die gar keinen Hintergrund, ist einfach nur, die schließt, um mehr Rückstau zu erzeugen, um in die Cuts vorne schneller Temperatur reinzukriegen. Gibt es beim neuen Endschalldämpfer nicht mehr. Hier haben wir das Ganze, was sagte, wir kommen ja zweiflutig und gehen dann auf einflutig in den Endschalldämpfer. Aber das gucken wir uns gleich mal auf den Prüfstand an, inwiefern man das merkt oder auch nicht. Und gucken mal, wie sich das Auto fährt, weil eigentlich mehr raus immer gut, wobei wir haben nur einen Sauger. Dann haben wir hier diese wunderschönen Endrohre. Da darf man sich jetzt nicht wundern, dass die komisch aussehen. Das finde ich ist eigentlich total schlau gemacht von Fox. Transportsicherung. Das ist einfach beim Transport, ihr kennt das vielleicht schon mal, Endschalldämpfer bestellt, Zang, Endrohr, Chrom, ultra ärgerlich. Deswegen haben die hier schön die Rohre. Das finde ich natürlich ultra geil. Das ist eine sehr gute Idee, Fuchs. Das muss ich euch mal lassen. So, jetzt werden wir erstmal den Original-Endschalldämpfer demontieren. Dafür mache ich nur eben diese Schellen los. Und dann sind hier oben Auspuffhalter, haben wir hier an der Seite noch eine Schraube und da. Und dann müssen wir den ein bisschen drehen, der hat dann nämlich wenig Lust raus. Geht aber, ist gar kein Thema. Ja, ich fange mal an zu schrauben. Zu wenig. Meinst du, aber das macht Soundeinbußen? Nee, also er sollte eigentlich lauter werden dadurch. Ja, aber beim 328 weiß ich es ehrlich gesagt noch nicht mit dem Topf. Beim 320 macht das echt viel aus eigentlich. Also ein Endschalldämpfer bei den BMWs ist in der Regel immer mehr als ausreichend. Ja, dann schmeiß mal drunter. Ich bin mal gespannt. Ich muss jetzt noch eben ein bisschen schrauben, weil wir müssen hier die Halter abnehmen. Die müssen hier rüber und die Schrauben sind schon einen Tag alt, aber ja. Die überzeugen wir. Wir wollten noch gucken, wie sich das Ding eigentlich ohne anhört. Wasch deswegen gerade mal kurz die Hände das Grobe ab. Lass ich mal eben runter, machen wir mal ganz kurz an eben im Stand. Mal eben lauschen. Der ist ja eigentlich, was haben wir denn als? Nix, ein Cut. Schön, aber da ist ein Cut dazu. Cut. Also bin sollte gespannt. Da jetzt aber auch ordentlich was rauskommen, ne? Wo haben wir denn jetzt Abgasanlage? Jetzt hört er jetzt irgendwie noch hier auf? Thank you.
assi her. Das ist schon laut, sehr assi. Also im Stand geht's ja bo 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 bo. Aber naja. Das ist halt dieses, keine, dieses Rotzige ist dann dabei. Das ist ja noch keine Drehzahl. Das waren jetzt gerade mal 3000 Touren, ne? Das ist schon pervers. Aua. Wenn man mal überlegt, was der Endschalldämpfer wegschluckt, ne? Man hat ja gar nichts mehr gehört. Ich muss jetzt allerdings ein bisschen nacharbeiten, damit hatte ich nicht gerechnet. Das ist schön. Diese Lochabstände sind ein bisschen zu nah aneinander. Fertigungstoleranz. An der wir auf dem Wagen liegen. Mir fehlen so ein paar Millimeter. Ich werde die jetzt minimal aufbohren, damit ich ein bisschen mehr Spiel habe und die Passgenauigkeit ein bisschen schöner ist. So. Uns ist nämlich ein Dichtdrehen kaputt gegangen. Ich habe den in zwei Hälften. Ich werde es jetzt erst einmal so einbauen. Kommt morgen an. Aber morgen kommt ein neuer, dann machen wir es richtig. Aber da wir auch unterwegs sind, mache ich das jetzt erstmal, damit wir für heute mit dem Video fertig sind. Und dann werde ich mich am Wochenende nochmal dran setzen, den tauschen. Also nicht wundern. Das geht, aber das ist natürlich nicht richtig. Aber damit wir jetzt hier keinen Abbruch haben und das Video vertrösten, ziehen wir das jetzt erstmal durch. Weil morgen geht es für uns ja eigentlich am Wörthersee. Für euch das Video natürlich später, deswegen mache ich das jetzt erstmal so fertig, damit wir unseren Clip hier im Kasten haben. Und dann mache ich den nochmal neu. Hat leider niemand am Lager liegen. Wird wahrscheinlich auch selten gebraucht. Aber nicht schlimm. Kommt ein neuer. Wir nehmen jetzt erstmal die zwei Hälften. Für heute hilft uns das auf jeden Fall auch. Die Tröte und hier, ja, aus Puffgummi bestelle ich dann auch nochmal eins mit. Das hält noch, aber das ist schon spröde. Und hier haben wir ein Langloch drin, das sehen wir da. Um den Topf nachher ein bisschen auszurichten, damit der gerade ist und von der Höhe her. Das lassen wir jetzt mal lose und dann kann man sich hier nachher richtig ein zurechtfummeln. Das ist jetzt ganz schön schwer. Ja, so kann man den nachher noch ein bisschen ausrichten. Dafür haben wir die langen Löcher da drin, obwohl der zieht überwiegend im Gummi ganz gut. Ne? Jetzt hängt der, glaube ich, schon gar nicht schön. Ein bisschen ausrichten noch. Könnte das Müh nach links, würde ich hoffen. Ja, das würde ich nachher auch mal. Ich will erstmal gucken, dass wir eben gucken, muss der noch höher so denn? Nee. So nee, passt ja vom Bodenprinzip her. Ne? Dass wir jetzt von vorne nach hinten erstmal langsam anziehen. Ich guck gerade, ich muss jetzt mit dem Endschalldämpfer ein bisschen rüber. Also hier hinten hat es auch schon mal in vergangener Zeit geschmuggelt. Ich muss aber die ganze Anlage ein bisschen rüber. Das mache ich über die Halter. Und ich guck mal eben. Ja, die Schrauben hier oben fest. Ich muss den jetzt halt ein bisschen hoch und festmachen. Ausrichten. Endschalldämpfer ist montiert. Wir starten jetzt das Auto zum ersten Mal und dann fahren wir mal zu Soundaufnahme. Ich bin gespannt. Weiß ich noch nicht. Okay, ist auch sau neu, muss erstmal gefahren werden. Auto ist jetzt ja auch schon wieder etwas abgekühlt. Es ist dumpfer, aber weniger als ich gedacht hätte erstmal, ne? Wir fahren mal. Mal gucken, was passiert. Oh, stinkt noch ganz schön neu, oder? Ist draußen auch so? Ja. Aber es ist draußen doch deutlich höher. Ja, also im Innenraum geht's noch. Also es ist ein bisschen dumpfer, 6 Zylinder, aber ich habe mir im Innenraum noch ehrlich gesagt viel mehr versprochen, wobei das Ding ist halt auch leergeräumt. Das Getriebe, der Antrieb, alles ist ultra laut hier drin. Da muss der Auspuff auch schon echt enorm laut sein, sag ich mal. Dafür hätten wir wahrscheinlich ablassen müssen einfach. Ja. Naja, man wird mal noch ein bisschen fahren. Ich denke, der wird auch noch auf jeden Fall ein bisschen laut. Der ist halt brandneu. Wir haben den jetzt nur eben ein bisschen das Auto warm gefahren. Er stinkt ja auch schon, verbrennt noch ein bisschen von der Fertigung. Ich denke mal, kommt noch einiges und jetzt gehen wir auch erstmal auf den Prüfstand, gucken, was da passiert. Oder auch nicht. Ich glaube, ich muss den mal von außen hören. Weil wenn man so ein bisschen hinlauscht,
habe ich das, hier drin hört man es kaum, aber ein richtig schöner Sechszylinderklang. Dieser typische BMW-Klang ist jetzt eher da, glaube ich. Ne? Also das ist ja von außen, hier drin ist es echt sehr human. Aber wir haben ja auch eine ECE-Genehmigung, also eintragungsfrei an sich das Ganze. Deswegen darf es ja, kann es auch gar nicht so viel sein, wobei bei den älteren Autos geht ja immer bekanntlich mehr als bei den neuen, weil die grundlegend schon lauter sein dürfen. Aber ich bin gespannt. Ich gucke mir das gleich selber mal das Video an, beziehungsweise ich stelle mich gleich mal raus und mal vorbeifahren. Ja, lass mich doch mal da eben. Ja. Bleib mal hier stehen. Schon knaller heiß der Auspuff. Und ich muss noch mal ein bisschen ausrichten, ist jetzt warm geworden, ist ein bisschen wieder rüber gewandert. Aber das sind ja die Kleinigkeiten. Domi pellt sich gerade erstmal rein. Oh, dezent. Klassischer BMW. So richtig, wie man sie von früher kennt. Ja, ist nicht laut. Ich hätte es mir jetzt lauter erhofft, da wie gesagt mal freifahren das Ganze. Aber ist auf jeden Fall jetzt, hört man Kenning 6. Ne? Vorher war es einfach nur so. Da war der Motor immer lauter. Jetzt kommt wenigstens ein bisschen was aus dem Auspuff raus. Oh ja. Oh ja, doch. Doch, der muss einfach noch ein bisschen fahren und warm werden, glaube ich. Da kommt er doch schon was ja. So gerade von außen. Aber von außen hört man auf jeden Fall ja. Deutlich mehr. Also nichts Übertriebenes. Ja. Fein. Super. Absolut. Jo, Prüfstand. Unterschied. 1:1 gleich geblieben. Top. Also wir hatten schon jemanden, der sagte 8 PS weniger, der andere sagte 10 PS mehr und ich habe gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, das wird ähnlich bleiben und ich bin auch froh, dass es so ist. Das heißt, aufgrund dessen, dass wir von zweiflutig auf einflutig gehen, aber der Endschalldämpfer halt auch nicht so viel Kammern hat, geht es ja trotzdem direkt auf. Deswegen verschlechtert sich das auf jeden Fall nicht. Das ist doch schön und ja, Klang ist auf jeden Fall auch schon definitiv besser als vorher. Noch mehr wäre auch ganz nett, aber warten Sie mal ab, ich werde nochmal ausrichten, die Dichtung muss ich machen. Dann wird er ja auch noch ein bisschen gefahren und ich denke, da kommt noch einiges, weil der stinkt jetzt noch ganz gut. Ich glaube, da muss erstmal noch ein bisschen was frei brennen. Klasse. Ja, am meisten hat mich eigentlich das Diagramm an der ganzen Geschichte interessiert im Nachhinein, was sich daraus bewirkt oder auch nicht. Und mein Wunsch war natürlich ein bisschen mehr Klang. Wie gesagt, ich wiederhole mich, ich weiß, ich hätte mir noch ein bisschen mehr erhofft, aber ich warte es einfach mal ab. In dem Sinne bedanke ich mich und Anregungen, andere Sachen, schreibt mal gerne unten in den Kommentare, was ihr so zu der ganzen Geschichte meint und. Und falls ihr Interesse an so einer Geschichte habt, wie immer, natürlich ein bisschen Werbung in eigener Sache, schreibt uns einfach eine E-Mail oder ruft eben an. Tschüss, macht's gut und einen schönen Abend noch.